ich gehe jetzt ein bisschen schneller vorwärts. Genau, Perth hat richtig geile Strände. Habe ich vergessen. Hammerstrände. Hammerstrände. Geil. Richtig geil. Eine Woche waren wir in Perth, dann sind wir weitergefahren in den Süden. Das nennt man dann Southwest, Südwesten. Da gibt es das erste, was war Margaret River, da haben wir einen Stopp gemacht, ein kleiner netter Ort, herrlicher Strand. Und eigentlich das Geile am Südwesten war nicht irgendwelche Orte oder so, sondern die Landschaft allgemein. Man ist an der Küstenstraße lang gefahren. Alle 5 Kilometer konnte man anhalten für einen coolen Ausblick oder direkt an den Strand gehen. Viele Kitesurfer. Es war einfach immer Landschaft. Die ganze Zeit die 3 Fragezeichen dabei. Alle Folgen von 1 bis 100. Robin hat das Extremprogramm so 3 Fragezeichen bekommen. Wir hatten viele Hörspiele, als wir von Perth aufgebrochen sind. Wir wollten nämlich von Perth bis nach Sydney kommen und das Ganze bis Weihnachten. Haben wir auch geschafft. Ganz schnell weiter, das Essen ist nämlich fertig. Ja. Nach Margaret River, Southwest. Weiter runter, das ganz Zipfel unten. Und dann ging so langsam die Baumlandschaft los. Es gab immer mehr Wald, total untypisch für Australien eigentlich. Immer mehr Wald, riesig hohe Bäume. Und erst dachte man, man ist in den Baumbergen, aber es wurde immer größer. Es gab dann einige Riesenbäume. 70, 80 Meter, auf die man draufklettern konnte, das war ziemlich geil. Da wurden einfach in den Baum rundherum Stangen reingekloppt, sowas wie Nägel, riesige Nägel, und dann konnte man einfach hochklettern an 2 Stangen. Also keine Sicherung oder so, wozu auch, ist ja nur 80 Meter gewesen, ja, 75 war uns aber. Das war ziemlich cool. Dann durfte man allerdings keine Höhenangst haben. Wenn dann Wind aufkam, hat der Baum auch mal so ein paar Meter geschwankt. Das war geil, oben so ein Ausguck. Die Bäume wurden damals benutzt, um ein Feuer frühzeitig zu erkennen. Das heißt, da ist jemand immer raufgeklettert, hat nach Feuer Ausschau gehalten. Ja, und jetzt ist das so eine Touristenattraktion. Es waren ziemlich geile, viele Bäume da hoch. Es war arschkalt. Wir haben ja immer noch im Auto geschlafen. An der Westküste haben wir ziemlich viel im Auto geschlafen. Es war arschkalt nachts. Mit Jeans, 2 Paar Skisocken, T-Shirt, Pulli und Jacke haben wir noch gefroren. Wir sind manchmal mitten in der Nacht weitergefahren. Heizung an und nach einer Stunde Fahrt einfach wieder an den Rand gestellt und im warmen Auto weitergeschlafen. Es war wirklich kalt. Einfach komplett ungewohnt. Normalerweise Fenster auf und es ist heiß in Australien. Es war kalt. Noch irgendwas? Ja, genau, stimmt. Treetop Walk. Fast vergessen. Genau, da gab es jetzt ziemlich viele Riesenbäume. Und ein Treetop Walk, das war eine Stahlkonstruktion, 40 Meter über dem Boden, der dann zwischen den Baumwipfeln herführte. Das heißt, man ist hochgelaufen die ganze Zeit und irgendwann war man zwischen den Baumwipfeln von solchen Riesenbäumen. Das war ziemlich geil. Das sind auch geile Fotos, guckt es euch an. Das war der Treetop Walk. Und noch irgendwas? Ah, boah, das war geil. Ja, genau. Wir sind gefahren. Ein Scenic Drive, ein Touristen Drive. Durch den Wald. Rote Straße, grüne Bäume und plötzlich wird der Himmel grau. Es wird wirklich erst relativ schwach, da dachten wir noch, was ist das denn da hinten, ja? Aber plötzlich war der Himmel echt unglaublich grau. Es war so, als wäre es... Es war Tag und es war dunkel, ja? Also man draus guckt, dachte, was ist los? Und es wurde immer grauer. Irgendwann hat sich da so ein leichter Rotton reingemischt in der Entfernung. Ja, und irgendwann waren wir dann relativ nah am Waldband dran, haben wir wohl erfahren. Müsst ihr euch auf den Fotos mal angucken. Das sah ziemlich krass aus. Wirklich, man hat vom Himmel nicht mehr viel gesehen. Es war alles grau, in der Ferne halt rot. Wenn man ein Foto gemacht hat, mit dem Blitz, sah man die ganzen Asche-Stückchen in der Luft. Die hat man auch so gesehen. Wir haben gerade Herr der Ringe gehört, mit Tom Bombadil und Tom Bombadon. Und sind halt durch den Wald gefahren. Irgendwann lag dann quer über die Straße ein abgebrochener Baumstamm. Wie aus dem Horrorfilm. Wir sind einfach drumherum, haben uns nichts bei gedacht. Rausgefahren. Und dann haben wir in der Ferne den Waldbrand halt gesehen. Also es war relativ nah an uns. Und es hat auch relativ gestunken, auch am nächsten Tag noch, als wir dann da irgendwo geschlafen haben. Es war lustig. Viele coole Fotos. Der Waldbrand. Danach kam dann kompletten
Süden Australiens die Nillarbor-Zone, also kein Baum. Das ist ja wirklich einfach eine Strecke, man fährt da, hat rundherum nichts, nichts. So wie im Outback. Ne? Rote Erde, Straße, das war's. Nillarbor-Zone, auch die haben wir überlebt, wir sind relativ schnell durchgefahren. Hörspiele an, morgens aufgestanden, gefahren, gegessen, gefahren, schlafen, fahren. Bis wir dann am 22. in Sydney ankamen. Da haben wir wieder bei Emma gewohnt. Danke nochmal dafür an die ganzen Mattis, war echt super cool bei euch. Hanna war nämlich auch da. Ja, Hanna ist jetzt auch gerade in Brisbane. Irgendwo da. Wir waren jetzt die letzten 2 Wochen mit Hanna unterwegs. 2 Wochen? Ja. Jetzt ist sie in Brisbane, wir fahren weiter. Sie wohnt in Hostel irgendwo. Haben Weihnachten und Neujahr. Ach, wow. Frohes Neujahr. Ja, habe ich ja noch gar nicht gewünscht. Frohes Neues, peace. Bei Emma verbracht in Sydney. Weihnachten war ganz cool. Es war, es wird am 24. nächst gefeiert. Das heißt, da waren wir dann raus. Am 25. hat man den ganzen Tag Weihnachten. Man steht morgens auf, Weihnachtsfrühstück, Geschenke unterm Baum auspacken. Meine Wurst wird kalt. Und die ganze Zeit irgendeine Weihnachtsatmosphäre. Plätzchen essen, Spiele spielen, Film gucken. Das war cool. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Normalerweise hat man Heiligabend ein paar Stunden, da hat man es den ganzen Tag. Das ist der Unterschied. Ha. Hat Spaß gemacht. Silvester war natürlich richtig geil. Also das Feuerwerk war Hammer. Robin hätte das fast verpennt. Wir haben ihn dann in unserer Gnade aufgeweckt. Wir waren dann in der Wiese, Bald's Head. Von wo aus man einen richtig geilen Blick auf die Brücke hatte und das Opera House. Und die haben um 10 schon irgendein Feuerwerk gemacht für die Kinder. Dann haben die alle Stunden ein Feuerwerk gemacht, also man hatte dauerhaft Feuerwerk. Auch bei dem Feuerwerk um 12 hat man irgendwann gedacht, ja komm, jetzt reicht's hier, ne? Und dann ging es jetzt richtig los. Also es war ein krasses Feuerwerk. Ja, das war soweit Sydney. Dann haben wir noch unser Auto notdürftig repariert. Da war ja der Frontbumper ab, nachdem wir ein Känguru und eine Laterne gerammt hatten. Robin die Laterne, ich das Känguru. Damit das klar ist. Naja, wir haben das wieder gepflegt und haben einen Kerl gefunden, der es auch tatsächlich durch den TÜV gebracht hat. Nachdem ein anderer Kerl, Mechaniker, meinte, wir müssten da 1200 Dollar rein investieren, haben wir ein bisschen ihn belabert und den anderen. Und dann sind wir durch den TÜV gekommen. Also wir haben jetzt wieder TÜV. Pink Slip heißt das hier. Und dann sind wir noch bis zu Alex, Alex Bettys Geburtstag geblieben. Der hat eine kleine Party gemacht, am nächsten Tag sind wir gefahren. Ja, und das war soweit, wie ich erzählen wollte. Als nächstes, wir sind jetzt an der Ostküste, das heißt, es ist wieder was passiert. Aber das erzähle ich heute nicht mehr, der Film ist schon viel zu lang. Das Essen ist fertig. Der Gun wird warm, der ist sowieso immer warm, aber... Ich guck mal eben, ob ich was vergessen habe. Ich glaube nicht. Ansonsten schreiben wir das noch rein. Ich weiß nicht, wann wir das Video hochladen. Jetzt essen wir erstmal. Vielleicht schaffen wir es morgen noch, wenn wir in eine Library gehen. Sonst halt nicht morgen. Ne? Dann wartet ihr noch ein bisschen darauf. Aber es kommt bald und wir melden uns jetzt wirklich wieder häufiger. Ich will euch noch einmal ganz kurz neidisch machen, was wir heute essen. Ah, ordentlich, ganz ordentlich. Ja, Würstchen, eine Wurst. Unser Soßensortiment. Unser Auto. Warum ist die Musik aus? A wicked $800 graphic design package. Check out all the rock off action this Saturday night. To enter your bet, bisschen Chaos. Unsere ganzen Kochsachen. Brisbane, Robin, sag hallo Robin. Hey. Gun, Marcel, liebe Grüße, tut uns echt leid, dass es so lange gedauert hat. Wir melden uns wieder häufiger. Wir freuen uns über alle Nachrichten, die ihr sendet, auf dem Blog schreibt. Es ist wirklich schön, immer was zu hören. Ihr habt noch Schnee, das ist total krass, das ist unglaublich. Wir lagen heute am Strand. Aber ja, Peace, viele Grüße, alles Liebe. Prost.